Barock. Schönen guten Tag, ich bin hier fremd. Na, wunderschönen guten Tag, lieber Weihnachtsmann. Ich grüße euch, hallo. Und Sie. Guten hallo. Tag. Schönen guten Tag. Es ist ja Weihnachtswetter. Ja, Weihnachtswetter habe ich mitgebracht. Ich wünsche allen, die ich jetzt sehe. Genau, wir haben noch ein Obergeschoss. Schöne Weihnachtswünschen. Alles Gute. Mein Name. Schöne Weihnachten. Haben wir ein paar schöne Tage. Ja, und vor allem bei dem Schnee. Da haben wir schön erzählt. Alles Gute, ja. Ich habe dir noch ein bisschen was mitgebracht. Hallo, alles Gute. Und da ist noch jemand? Ich vermisse ja den Angststrei. Den Angststrei? Das kann sie ganz prima. Ganz hervorragend. Sie wird uns das gleich mal vorführen. Ach, ich also ich sehe, ich glaube, dass ich das, dass wir das alles ich sehe und ich glaube, sie haben sich. Ja. Wenn der Weihnachtsmann schon mal kommt. Jawohl, das war der Angstschrei. Ganz herrlich bringt sie das. Kalte ging da zu mir. Alles Gute. Ganz vielen Dank. So, habe ich jetzt jemanden vergessen? Ja. Ach, Entschuldigung. Ja. Ich gehöre auch nicht dazu. Doch, du gehörst auch dazu. Heute Abend? Ja, heute ja. Das ist ja schön. Möchte denn der Weihnachtsmann einen Kaffee trinken? Ich gehe davon aus, dass wir ein paar Minuten mitgebracht haben. Ja, ja, der Weihnachtsmann muss da bloß mal gucken in seinem Sack. Okay. Ja, das klappt ja mit den Rentieren immer nicht so. Das ist richtig, richtig, ja, ja. Ja, 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 ja. Wir haben die dann ein bisschen. Ja. Wie ist denn das so fast da? Die Frage ist. Kaffee ist. Wir haben Kaffee, wir haben Kaffee. Ja, na, aber wenn du kannst, dann. Dann machen wir das. Ja, herzlichen Dank. Gerne, ne? Ja. Na dann, wo der Weihnachtsmann herkommt. Und ist noch einer, da kommt der vor lauter Freude und Aufregung haben es doch selbst die Erwachsenen vergessen, für den Weihnachtsmann ein Lied oder ein Gedicht vorzutragen. Niemand dachte aber auch daran, dies für den Weihnachtsmann zu tun. Gehen wir. Ein Gesicht. Ist denn alles schon für ihn da? Wir haben, wo hast du denn Weihnachtsmann-Helfer deine? Im Ort kommt keiner mehr. Nee, nicht mehr. Früher haben wir auch Mitarbeiter. Ja. Jawohl, so ist es richtig. Ganz, ganz herzlichen Dank. Na, so eine kleine süße Anerkennung zum Jahresende ist immer wieder was Schönes und gerne genommen. Danke. Ja. Also wir haben natürlich für jeden was. Da sitzt er. Ja. Ganz warm den Weihnachtsmann. Es ist nicht kalt bei Ihnen. Ganz, insofern glaube ich, ich bin bei den... Hier ganz flink mit der Kamera unterwegs ja. Ist. Na, für den jungen Mann sozusagen eine neue sozusagen Tasche. Und damit der Weg nicht ganz umsonst war, haben wir ein kleines Beutelchen als Dankeschön gemacht. Der Weihnachtsmann kriegt was? Da, oh, ja, wow. Ist es selten, aber wahr. Danke. Soll es geben. Na klar, gerne schön. Herzlichen Dank. Na? Und für unseren Haus- und Hofreporter, Roland Ilse natürlich auch nochmal. Steht zwar Erdgas drauf, ist kein Erdgas drin, aber das sind andere schöne Sachen. Ja, man weiß, vielleicht kann man damit. Insofern weiß ich, worum es hier von der Sache geht. Ist das so, es geht, ja. Schön. Aber natürlich, Ihre Aufgabengebiete kenne ich nicht. Ja, gut, dann machen wir es. Wir haben im Umfeld gehört auch, mal so ein bisschen Imagepflege von. Na gut, wird darüber ja auch ein Stückchen betrieben. Also ein Stückchen das, was an Erträgen erwirtschaftet wird, ein Stückchen auch zurück in die Gesellschaft zu geben. Das wurde eben auch dieses verbündete Wärme realisiert. Ja, und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ist, in der Öffentlichkeit, sage ich mal, tatsächlich gut gesehen. Das ist bei den Politikern toll angesehen. Und daher kann man da, ja. Gibt es denn,
von denen auch Kontakt ist zu dem, was ich jetzt in der Vergangenheit vertreten habe. Wir haben ja da unterschiedliche Vereine, die sich um den Garten, dieses gesamte Projekt Erkersbach mal gebildet haben. Davon gibt es ja zwei große. Das weiß ich nicht, da weiß ich nicht. Es könnte, ich kann mir vorstellen, dass die Frau ist. Aber Netzwerk heißt ja eigentlich auch, dass das ein bisschen weiter als nur der Erzählung ist. Ja, das ist ein bisschen zur Zeit und das ist wohl wahr. Ich habe erlaubt, mir bitte meinen Bart runterzuziehen, wenn das jetzt nicht. Aber nur ausnahmsweise. Da ist wohl nicht echt. Noch nicht echt. Jetzt fällt für dich die Welt zusammen. Aber ja. Ich hatte die Möglichkeit. Euch denn alles Gute zu Weihnachten. Genau, dann wünsche ich nochmal schöne Weihnachten. Schönen Dank. Na, ich habe zu danken für die Wörter. Vielen Dank. Gerne, gern geschehen. Insofern eine tolle Erfahrung. Und ja. Viel Erfolg im Jahr 2011. Danke. Ja. Können wir gebrauchen. Ja. Wir geben es natürlich auch als Supportliste weiter. Das ist schön. Machen wir. Also, Kollege. Tschüss. Tschüss.